Zwei Museen, ein Künstler. Die Rostocker Kunsthalle und das Museum der Fundatie im niederländischen Zwolle zeigen eine Retrospektive des Leipziger Bildermachers Wolfgang Mattheuer. Den Anfang macht die Kunsthalle der Hansestadt. Vom 1. Juli bis zum 17. September sehen Sie mehr als 80 Gemälde Mattheuers. Hintergrund ist der 90. Geburtstag des Künstlers. Zu sehen sind unter anderem Leihgaben aus der Berliner Nationalgalerie, dem Frankfurter Städel und der Hamburger Kunsthalle. Auch internationale Museen haben Objekte für diese Werkschau gegeben. Mattheuer gilt als scharfer Beobachter seiner Zeit. Er zeigt ein einzigartiges Gespür für die Verquickung von Form und Inhalt. Mattheuer zählt neben Werner Tübke und Bernhard Heising zu den Begründern der bekannten Leipziger Schule. Die Kunsthalle Rostock wird unterstützt von den Freunden der Kunsthalle Rostock. Im Kulturhistorischen Museum Rostock im Kloster zum Heiligen Kreuz erhalten Sie einen umfangreichen Einblick in bedeutende kunst- und kulturgeschichtliche Sammlungen. Verschiedene Ausstellungen widmen sich der Malerei, der sakralen Kunst, der Archäologie oder dem Kunsthandwerk. Außerdem können Sie einzigartige Kunstwerke bestaunen, die die Stadtgeschichte Rostocks dokumentieren. Das Exponat der Woche im Kulturhistorischen Museum sind die Thesen von Martin Luther, ein Druck aus dem Jahre 1517, einer der bedeutendsten Texte der europäischen Geschichte, mit den Thesen, die Luther im Oktober 1517 in Wittenberg anschlug, löste er eine Veränderung von weltgeschichtlicher Bedeutung aus. Und diese Thesen kann man jetzt sehen in einem originalen Druck, in einem sehr frühen Druck im Kulturhistorischen Museum in der Ausstellung Das Netz des neuen Glaubens. Zu sehen im Kulturhistorischen Museum Rostock, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.